Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Runde. Ja, wir sind mal unterwegs auf der Original SCS Karte, aber heute mit dem SK. Muss einfach mal sein, ich habe gesagt, ich muss unbedingt noch mal eine Runde mit dem Hobel hier drehen. Das ist einfach eine Granate. Und das machen wir heute auch mit 380 Pferde. Voll beladen über die Berge. So, also quasi eine kleine Bergtour. Und wir haben geladen 15 Tonnen Hürden. So, schauen wir mal, wie wir hier rumkommen. Was das für eine Tour wird. Biege nach links ab. Hast du gehört? Biege nach links ab, hat's Navi gesagt. Dann machen wir das doch. Heute mal mit. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Mal mit Navi. Ich habe gesagt, heute fahren wir mal mit Navi. Probieren wir einfach mal aus. Kann man mal machen, oder? Ja, ne? Einmal geht es schon. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Erste Ausfahrt nehmen. Ich fahre eigentlich nie mit Navi. Nimm diese Ausfahrt. Aber ich habe gesagt, einmal muss man das einfach machen. Einfach mal wieder so zum Ausprobieren. Wir hatten uns neulich erst darüber unterhalten, dass es eigentlich totaler Quark ist mit dem Navi. Allein die Sprachführung und so wie es halt dargestellt ist, halt nicht der Burner. Muss man einfach klipp und klar so sagen. Alter, 380 PS, aber nichtsdestotrotz kann man das einfach mal machen, einfach mal nutzen. Einmal geht schon, sage ich immer wieder, einmal geht schon. Und heute ist so ein Tag oder so eine Tour. Das waren noch Kisten, da haut sein Diesel raus. Ganz richtig zuschauen. Da sieht man Sprit. Alter, da sieht es Socken aus. Ich sage, ich freue mich so auf die Schweiz. Schweiz kommt, da gibt es einmal Österreich, Schweiz, Schweiz, Österreich. Da werden wir auf alle Fälle so eine richtig geile Abenteuer fahren. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, du kannst mir mal einen Buckel runterrutschen, Ochse. Ich habe nämlich Terminfracht. Du nicht. Du sitzt im Handy. Will der mir vorschreiben, wie schnell ich zu fahren habe oder was? Guck mal, hier steht 80. Kriege ich eh nicht hin. So, rollen lassen die ganze Chose hier. Retarder an. Sonst hebeln wir hier ab. Aber schöne Strecke hier. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, Schnauze halten. Oh, jetzt kommt der scharfe Kurve. Jetzt müssen wir aber achten. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, beruhig dich, Kapitän. War doch nicht zum ersten Mal LKW. Uiuiui. Na, da hätte uns fast rausgezwiebelt. Kommt der Kreisel. Jetzt pass auf, wo geht's hin? Am
Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Die erste? Also hier auf dem Gießparkplatz? Nimm diese Ausfahrt. Auf dem Gießparkplatz? Zipfi. Alter, ein Spritverbrauch vom anderen Stern. Ich habe bewusst 380 PS genommen. Sollte sich auch lohnen, hier über den Berg zu dümpeln. Das ist noch Fernverkehr hier mit so einer Bude hier. Voll wenig Platz. Radio. Minifach, Minifach. Und zu zweit dann hier im SK. Einer unten gepennt, einer oben gepennt. Klamotten irgendwo unten rein. Ui. Das Übliche halt, ne? Einfach ein bisschen zusammenquetschen. Einfach auf sich wirken lassen, mal so eine Tour, ne? Macht richtig Spaß. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Genau, Schnauze. Ist doch 70, Mensch. Was willst denn du, Ochse? Ich fahr doch noch nicht mal 70. So, jetzt ist 70 eingeloggt. SK, MAN, F2000. Das sind noch die richtigen Kisten. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nutzt eigentlich irgendjemand dieses Navi? Jetzt mal ehrlich. Da bin ich mal gespannt, ob irgendjemand das nutzt. Wenn ich nicht richtig fährst, geht er da richtig auf den Senkel. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Hier los. Ein Tuhu-Babu. Nimm diese Ausfahrt. Schöne Landschaft. Ah, oh, ich liebe die Berge. Gibt da nichts Besseres. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Der verfolgt mich sogar außerhalb vom LKW. Da kriegst du Paranoia hier. K.
kann doch nicht sein, oder? Willst du deine Ruhe haben? Outside und dann. Wieder dir vorschreiben, wie du zu fahren hast. Na, na, Freund. Mann, die fahren ja echt 50. Ist doch 70, aber mein Navi sagt doch 70, aber wieso fahren die 50? Kilometer sind wir schon gefahren. Aber wir kommen vom Durchschnittsverbrauch kommen wir auch ganz schön runter. Mag man kaum glauben. Geben Sie wieder Gas. Jawohl. So, wieder 50, jetzt meckert er gleich wieder. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bla bla blub. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bin auf alle Fälle so gehypt, wenn das rauskommt, der Schweiz DLC. Eieiei. Da wird Gas gegeben. Einmal von rechts nach links, von links nach rechts. Alter, richtig geil. Immer geradeaus. Aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wo soll ich sonst hinfahren, Mensch, du Ochse? Gegen die Leitplanke oder was? Jetzt geht's auf die rechts Bahn. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Du müsstest eigentlich noch sagen, dass ich zum Salzburg-München auf die A12 die muss. Die Ausfahrt rechts. Das müsste der noch sagen, aber das kriegt er nicht hin. Der Junge. Das Achtung! Kriegt er nicht hin. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Lass mich doch fahren, Mensch. Das ist genau der Augenblick, warum man sagt, man fährt ohne Navi. Jetzt geben wir mal Stoff, was der Hubel so hergibt.
Also nichts. Volle Möhre, 90 eingeloggt. Tja, mit so einer Kiste geht das, ne? Da kannst du einfach mal mit Schmatte vorbeiziehen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und zur Not, wenn die Scheibe nicht passt, dann tun wir halt die neue rein. Bei Ankunft. Hier am Knubbel drehen, Scheibe raus. Weggeflattert aus der Scheibe. Und der neue rein. So war das. Geile Kiste ist es schon, ne? Bitte rechts halten. Hier ist eigentlich immer Stau. Immer Stau. Die 93, die 8 hier. Immer Hölle auf Erden. Nicht bremsen, fahren. Wo ist eigentlich hier meine Kampenwand? Die ist auch nicht zu sehen hier, ne? Also wer sie kennt, die Kampenwand? Das ist mein Hausberg, also mein Lieblingsberg. Und die ist dann auf Höhe von Chiemsee, ist dann hier auf der rechten Seite, müsste der Kampenwand zu sehen sein. Aber der ist nicht eingebaut hier. Voll eine Scheiße mit der Scheiße. Das ist mein Hausberg. Da war ich gefühlt schon 1000 Mal oben. Und die ist hier nicht eingezeichnet. Und normal wäre, also wer die Strecke kennt hier, wenn du darüber glotzt rechts, hast du hier eine richtig so ein Bergpanorama. So ein schönes. Chiemgauer Alpen und so. Mega geil, aber das hat sich SDS ein bisschen gespart. Genauso wie sie hier den Chiemsee reingeklebt haben, der aussieht wie ein Teich anstatt wie ein See. Hier, guck mal hier. Das ist doch nicht Ski, das ist doch nicht der Chiemsee, Mensch. Ich weiß nicht, was die für eine Vorstellung vom Chiemsee haben. Also das muss definitiv nochmal überarbeitet werden. Und ich hoffe, was ich mir wünschen würde, dass SDS das nochmal macht. Achtung! Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das würde ich nochmal richtig geil finden, wenn sie das komplett überarbeiten. Die A8 hier nochmal gerade die Richtung hier Chiemsee nochmal schön machen. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Weil das stimmt ja auch nicht so ganz, ne? Ich bin ja schon 1000 Mal gefahren. Bitte links halten. Das ist eigentlich oben hier Walserberg, und dann geht es dann so runter. Naja. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Es würde doch reichen, wenn er das alle... Bitte links halten. Wenn er das die nächsten 5 Minuten sagen würde, aber nee. Ich habe schon wieder bereut, das Ding angemacht zu haben.
Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Let's play. Der Moment, wenn Stubby mehr quatscht wie man selbst. Darf ich den davon anschubsen? Bitte. Oh fuck. Aber ich habe keine Strafe bekommen, ne? Jetzt musst du aber zufahren, du Ochse. Uiuiui. Ich hab keine Strafe bekommen. Kein Ärger. Alles gut. Alles tutti. Das kannst du mal sehen. So, das RT-Lock, da müssen wir hin. Laden wir die Schose ab hier. Haben wir es wieder geschafft. Die Scheiße mit der Scheiße. So eine Scheiße. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeit. Junge, ich fahr 55, Alter. Beruhig dich, ey. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Nach links ab. Das war eine schöne Fahrt. Du willst mich doch rollen. Ja, nur wieder. Das war eine Aktie oder was? Freund. Überhaupt nicht gefahren, ey. Hast du die ganze Zeit deine Lädchen aufgehabt? Wahnsinn. So, jetzt drehen wir hier einmal rum. Kollege, wart schon. Vorne fahren. Rein zwirbeln. Selber noch mal ein bisschen zwirbeln, dann passt das. Und tschack. Ein Stück noch. Gerade und bums. So, siehst du, haben wir es wieder geschafft hier. Nur guck. Ich guck. Und geschafft. Ja, verspätet. Kannst mal Schuhe aufblasen. Lag am Navi.
So, meine Damen und Herren, wenn es mir mal gefallen hat, Runde Let's Play mit Benzin des SK, schwere Klasse 2, dann dürft ihr mir mal einen Daumen-Link da lassen, aber für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich viel Spaß. Für die Leute, die sich den Hobel holen, Link dazu in der Beschreibung. Ne? Dann, wie immer, macht's gut, bis bald und adios.